Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Screencast der Reihe Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung, in dem wir beginnen, die Kostenträgerrechnung zu besprechen. Dazu werden wir die folgende Agenda abarbeiten. Nachdem wir die Kostenträger definiert haben, werden wir uns mit dem Zweck und der Einordnung der Kostenträgerrechnung in die Kostenrechnung beschäftigen, um anschließend die Prinzipien der Kostenträgerrechnung sowie Gliederung und Verfahren der Kostenträgerstückrechnung zu besprechen. Im Zusammenhang mit der Kostenträgerstückrechnung werden wir auch kurz über Kalkulationsbegriffe im Handel reden. Abschließend werden uns verschiedene Verfahren der Kostenträgerzeitrechnung beschäftigen. Wie Sie auch schon auf den vorherigen Folien gesehen haben, stellt die Kostenträgerrechnung das letzte Glied in der Kette Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträgerrechnung dar. Als Kostenträger werden betriebliche, absatzfähige oder innerbetriebliche Leistungen definiert. Es kann sich bei den Leistungen sowohl um Produkte als auch um Dienstleistungen handeln, die die im Unternehmen angefallenen Kosten tragen müssen, daher auch der Name. Es geht also darum, denjenigen absatzfähigen oder innerbetrieblichen Leistungen, in denen das Unternehmen seine Existenzberechtigung sieht, sämtliche im Unternehmen angefallenen Kosten möglichst verursachungsgerecht zuzuordnen. Die zentrale Fragestellung bei der Kostenträgerrechnung ist demzufolge die Frage, wofür sind Kosten entstanden? Mit der Kostenträgerrechnung werden verschiedene Zwecke verfolgt. Primär geht es natürlich darum, Kosten von Kostenträgern zu berechnen. Durch den Vergleich von Erlösen für bestimmte Kostenträger und den mit ihnen verbundenen Kosten kann man durch die Kostenrechnung natürlich auch den Erfolg verschiedener Kostenträger feststellen. Auch zum Zwecke der Preispolitik dient die Kostenträgerrechnung bzw. kann dazu benutzt werden. Wenn man sich eine Situation vorstellt, in der ein Unternehmen zwischen Produktion und dem Verkauf verschiedener Produkte entscheiden muss, so dient die Kostenträgerrechnung zum Beispiel dazu, durch den Vergleich der verschiedenen Erfolgsfaktoren der verschiedenen Kostenträger die Programmpolitik zu beeinflussen. Weiterhin dient die Kostenträgerrechnung als ein Einflussfaktor auf die Entscheidung Make or Buy, also auf die Frage, werden bestimmte Leistungen selbst erstellt oder werden sie bezogen. Abschließend spielt die Kostenträgerrechnung auch bei der Bestandsbewertung eine wesentliche Rolle. Schauen wir uns die einzelnen Zwecke der Kostenträgerrechnung noch einmal etwas genauer an. Primär geht es natürlich bei der Kostenträgerrechnung darum zu ermitteln, welche Kosten im Zusammenhang mit einem bestimmten Kostenträger entstanden sind. Ich sagte es bereits. Denn diese Erkenntnis ist die Basis für viele weitere betriebswirtschaftlich wichtige Entscheidungen. Zieht man die ermittelten Kosten von den Leistungen eines Kostenträgers ab, so erhält man den Erfolg, der im Zusammenhang mit einem bestimmten Kostenträger entstanden ist. Sehr wichtig ist nun die folgende Unterscheidung. Die Betrachtung von Kosten bzw. Erfolg von Kostenträgern kann einerseits stückbezogen vorgenommen werden, wobei der Begriff Stück hier eher als Platzhalter für den Begriff Mengeneinheit anzusehen ist. Andererseits können Betrachtungen zu den Kosten und Erfolgen von Kostenträgern auch zeitraumbezogen durchgeführt werden. Wird die Kostenträgerstückrechnung auf eine Mengeneinheit bezogen, so spricht man von der Kalkulation. Wird sie auf einen Zeitraum bezogen, so spricht man von der Betriebsergebnisrechnung. Kommen wir nun zum Zweck der Preispolitik im Zusammenhang mit der Kostenträgerrechnung. Die eben besprochenen Kosten bzw. Erfolge eines Kostenträgers sind ein, aber auch wirklich nur ein Kriterium zur Feststellung eines Angebotspreises. Es darf auf keinen Fall das einzige Kriterium sein. Hierzu zwei Beispiele. Stellen Sie sich vor, ein Produkt, das Sie herstellen, verursacht bei Ihnen Kosten von 100. Nun könnten Sie sagen, okay, ein Gewinn von 10 genügt mir, also verkaufe ich mein Produkt für 110. Denkbar sind nun zwei extreme Beispielsituationen. Erstens, Sie haben ein wirklich revolutionäres Produkt. Ihre Kunden profitieren ganz enorm von Ihrem Produkt. Das bedeutet,
Selbst wenn Sie Ihr Produkt zum Beispiel für 220 verkaufen würden, würden sich die Kunden immer noch für Ihr Produkt entscheiden und einen deutlichen Nutzen daraus ziehen. Das heißt, Ihre Kunden bleiben bei der Stange, kaufen weiter Ihr Produkt, alle sind glücklich. Würden Sie in dieser Situation Ihr Produkt für 110 verkaufen, so wäre das betriebswirtschaftlich, gelinde gesagt, unklug. Nehmen wir nun das entgegengesetzte Beispiel. Ihr Produkt ist eines unter vielen vergleichbaren Produkten. Nachdem Sie sich eine Zeit lang gewundert haben, dass Ihr Produkt so schleppend verkauft wird, machen Sie eine Marktanalyse und stellen erstaunt fest, ups, es gibt ja Vergleichsprodukte, die sehr ähnliche Leistungen und sehr ähnlichen Nutzen für den Kunden erbringen wie mein Produkt und nur zu einem Preis von 90 verkauft werden. In dieser Situation haben Sie und Ihr Unternehmen ein Kostenproblem, denn Ihre Kosten liegen bei 100. Der Wettbewerb verkauft ein vergleichbares Produkt für 90. Folge? Erstens, Sie haben ein Kostenproblem, wie eben schon gesagt, und zweitens, Sie werden Ihren angestrebten Verkaufspreis von 110 kaum oder nur sehr selten realisieren können. Sie sehen, der Preis, den Sie für ein Produkt am Markt verlangen können, hängt noch von vielen weiteren Faktoren und nicht nur von Ihren Kosten ab. Ganz elementar sind immer der Nutzen, den Ihr Produkt bei Ihren Kunden stiften kann, und die Wettbewerbssituation, in der Sie sich befinden. Trotzdem ist natürlich für die Preispolitik wichtig zu wissen, wo Ihre Kosten liegen. So können Sie beispielsweise mit Ihrer Kostenträgerrechnung ermitteln, wo Ihre langfristige bzw. Ihre kurzfristige Preisuntergrenze für ein bestimmtes Produkt liegt. Diese Kenntnis ist zum Beispiel notwendig, um gezielt auf Marktveränderungen reagieren zu können. Langfristig liegt die Preisuntergrenze für ein Produkt bei Ihren Selbstkosten. Wenn Sie zu diesem Preis Ihr Produkt verkaufen, verdienen Sie kein Geld, aber Sie verlieren auch keins. Kurzfristig liegt Ihre Preisuntergrenze auf dem Niveau der variablen Kosten eines Produktes. Auf diesen Begriff und die damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Annahmen werden wir noch später zu sprechen kommen. Wie vorhin schon erwähnt, kann der Vergleich des Erfolgs verschiedener Kostenträger Einfluss auf die Programmpolitik haben. Sie können einzelne Produkte priorisieren, die Ihnen mehr Erfolg bringen und damit bevorzugt produzieren und verkaufen. Sie können, wenn Sie feststellen, dass die Produkte, die eigentlich betriebswirtschaftlich sehr interessant für Sie sind, aber nicht ausreichend verkauft werden, diese durch vertriebliche Sonderaktionen versuchen zu pushen, um dadurch die Situation für Ihr Unternehmen günstiger zu gestalten. Bei der Frage Make or Buy geht es um die Entscheidung, ob bestimmte Produkte oder Dienstleistungen aus der Eigenherstellung stammen sollen oder ob Sie sie fremd beziehen. Dabei werden die eigenen Kosten der Leistungserstellung mit den marktüblichen Kosten verglichen. Aber auch hier ist wiederum ausdrücklich festzuhalten, dass ein Kostenvergleich nur ein Kriterium ist, um eine Make-or-Buy-Entscheidung zu fällen. Ein ganz wichtiger Aspekt, der gerade bei Produkten mit berücksichtigt werden muss, und zwar immer berücksichtigt werden muss, ist die Frage, muss ein Know-how-Transfer stattfinden? Und wenn ja, ist dieser Know-how-Transfer von mir zu demjenigen, der für mich die Produkte dann erstellt, auch gewollt? Bei dem Punkt Bestandsbewertung als einem Zweck der Kostenträgerrechnung geht es schlicht und ergreifend darum, einen Anhaltspunkt zu haben, wie Halb- und Fertigfabrikate, die das Unternehmen erzeugt hat, zu bewerten sind. Ebenso geht es darum, eine konkrete und korrekte Bewertung selbst erstellter Anlagen, Werkzeuge etc. vorzunehmen, damit diese zutreffend in die Handelsbilanz, Steuerbilanz und die kurzfristige Erfolgsrechnung übernommen werden können. Im Rahmen der Kostenrechnung werden hierzu in der Regel die Herstellkosten herangezogen, im Rahmen der Finanzbuchhaltung die Herstellungskosten, die in § 255 Absatz 2 Satz 1 des HGB definiert sind. Bitte recherchieren Sie in diesem Zusammenhang selbsttätig den aktuellen Stand des erwähnten Paragraphen und vergleichen Sie die Definition der Herstellungskosten für die Finanzbuchhaltung mit den Herstellkosten der Kostenrechnung. In einem der vorherigen Screencasts hatte ich Sie bereits darauf hingewiesen. Die nachfolgende Grafik, die Ihnen nochmals den Zusammenhang zwischen Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgerrechnung aufzeigt, kennen Sie bereits. Wie Sie bereits gesehen hatten, werden zunächst die Kostenarten in Einzel- und Gemeinkosten aufgeteilt, die Gemeinkosten wiederum in die Kostenstellen Einzel, also
Kosten, die den Kostenstellen direkt zurechenbar sind, und die Kostenstellengemeinkosten, die den Kostenstellen durch Verteilungsschlüssel zugerechnet werden. Nachdem wir nun auch ausführlich über die Kostenträgerrechnung als Dritten im Bunde gesprochen haben, wird es Ihnen sicherlich nochmals deutlicher, dass am Ende des Tages sowohl die Einzelkosten als auch sämtliche Gemeinkosten nur auf den Kostenträgern ankommen können und sollen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Screencast. Tschüss.